Eine solch schwarze Haarpracht sieht man in einem Seniorenstift nicht oft. Doch genau in einem solchen lebt Felix seit 8 Wochen. Um genau zu sein, im Rudolf-Schlör-Stift in Moers. Felix ist damit derzeit der einzige Vierbeiner einer Bewohnerin. Und hier teilt sich der Mischling nun ein Zimmer mit Eleonore Maurer. Diese hat kein Problem damit, einen Teil ihres Wohnraums an den Vierbeiner abzutreten. Das Körbchen steht wie selbstverständlich neben dem Bett der 75-Jährigen. An den Wänden und auf dem Nachttisch finden sich viele Tierbilder. In ihrem Herzen haben eben alle Tiere Platz. Ich habe immer kleine Hunde gehabt. Ne? Und seit 2 Jahren, da muss ich wegen Krankheit, muss ich den abgeben. Und jedenfalls, das war mein größter Wunsch, Klein Felix zu kriegen. Und dennoch aus dem Tierheim. Ne? Und ich bin froh, dass Herr Krüger das genehmigt hat. Und ein ganz anderes Lebensgefühl ist das. Also wirklich. Gefordert wird die Seniorin durch Felix nicht. Dieser ist mit seinen 8 Hundejahren selbst schon ein alter Herr und besitzt dementsprechend ein eher ruhiges Gemüt. Am Alltag von Eleonore Maurer hat sich daher nicht viel geändert. Doch bekanntermaßen ist es schöner, zusammen an die frische Luft zu gehen und am hauseigenen Teich die Enten zu besuchen. Dass Felix auf seine alten Tage noch ein so entspanntes und schönes Leben führen kann, ist dabei keine Selbstverständlichkeit. Er kommt aus Frankreich, von einer Tötungsstation, ist dann hier von der Tierschutzorganisation Kleine Arche da weggeholt worden und dann wurde versucht, auch über Zeitungen ihn zu vermitteln. Das klappte aber nicht, keiner wollte ihn. Und eine Dame von der Tierschutzorganisation, die kannte Frau Maurer von früher. Dann hat sie eine Anfrage gestartet. Wir haben geguckt, wir haben das Team gefragt, ist es möglich, ist es nicht möglich. Wir haben geschaut, einfach können wir es gewährleisten und vor allem, was ist später, wenn Frau Maurer nicht mehr kann. Für den Fall, dass Eleonore Maurer sich irgendwann nicht mehr um Felix kümmern kann, ist bereits vorgesorgt. Die Tierschutzorganisation hat sich dazu bereit erklärt, die Pflege des Hundes in diesem Fall zu übernehmen. Wenn es nach Eleonore Maurer geht, wird diese Option allerdings nicht eintreten. Für sie steht fest, dass Felix nicht mehr von ihrer Seite weichen wird. Der kommt nicht mehr in Tierheim. Nein, solange ich lebe nicht. Und solange er, wenn er mich überlebt, okay. Ne? Wenn das auch anders so, ich weiß, man kann das ja nicht wissen. Ne? Hauptsache, ich wünsche uns noch ein paar schöne, glückliche Jahre. Wenn man Felix und Eleonore Maurer zusammen sieht, kann man diesen Wunsch nur unterstützen. Die Zweibeinerin und der Vierbeiner bilden ein harmonisches Pärchen. Da kann man nur alles Gute wünschen und hoffen, dass diese beiden auch weiterhin zusammen eine schöne und vor allem lange Zeit verleben werden.